Unsere vierbeinigen Begleiter lieben ausgiebige Streicheleinheiten. Es sei denn, wir machen etwas falsch. Im schlimmsten Fall kann sich dein Hund dann sogar bedroht fühlen. Wir verraten dir in diesem Video, welche Fehler fast jeder Hundebesitzer macht. Schau unbedingt einmal in unsere Videobeschreibung. Dort haben wir die hilfreichen Artikel für jeden Hundehalter verlinkt. Kaum sieht man einen Hund, will man ihn am liebsten direkt durchknuddeln und kraulen. Für uns Menschen ist das pure Freude. Wir schütten dabei sogar Glückshormone aus. Tatsächlich senkt das Streicheln von Hunden sogar unseren Blutdruck und beruhigt uns. Es gibt aber auch Situationen oder generell Stellen, wo Hunde es nicht so gern haben, gestreichelt zu werden. Damit du dich gut mit deinem Vierbeiner verstehst, solltest du die folgenden Fehler nicht machen. Nummer 1. Hund am Kopf kraulen. Hunde mögen es nicht, wenn man sich über sie beugt und sie am Kopf krault. Sie ziehen daraufhin den Kopf zurück, was ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass sie es nicht mögen. Das hat damit etwas zu tun, dass du als Mensch viel größer bist als dein Hund, weshalb dies für ihn eine bedrohliche Situation darstellt. Wenn Herrchen oder Frauchen gut mit dem Hund eingespielt sind, dann stellt das in der Regel kein Problem mehr dar. Aber bei fremden Hunden solltest du das Kraulen am Kopf lassen. Nummer 2. Hund beim Fressen streicheln. Möchtest du beim Essen ständig über den Kopf oder anderswo gestreichelt werden? Wahrscheinlich nicht. Das geht deinem Hund ganz genauso, weshalb du ihn beim Fressen nicht stören solltest. Du kannst ihn nach dem Auffüllen des Futters natürlich noch kurz streicheln, aber dann solltest du ihm seine Ruhe gönnen. Du wirst sehen, dass dein Hund gleich viel weniger schlingt, weil er keine Sorge haben muss, dass man ihm sein Futter wegnehmen möchte. Nummer 3. Hund umarmen und drücken. Den Hund festdrücken und umarmen sollte man nur machen, wenn man den Vierbeiner kennt und dieser es zulässt. Streng genommen mag das allerdings kein Hund wirklich gern, denn in seiner Sprache sagt man ihm damit, dass man aggressiv ist und ihm dominieren möchte. Viele Hunde dulden es, weil sie domestiziert und erzogen sind. An der eigentlichen Sprache hat sich aber selbst dann nichts geändert, weshalb diese Gesten für das Tier Stress bedeuten. Und Nummer 4. Hund streicheln, wenn er Angst hat. Haben wir Menschen Angst, dann mögen wir es gern, wenn uns jemand fest in den Arm nimmt und uns damit das Gefühl gibt, dass uns nichts passiert. Bei Hunden ist das ähnlich. Ist dein Hund allerdings gerade sehr ängstlich, dann kann das Streicheln als eine Art Bestätigung angesehen werden. Er denkt dann, dass er aus gutem Grund Angst hat. Und das solltest du vermeiden, wenn du nicht möchtest, dass es in Zukunft häufiger vorkommt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.